Eine Tagesmutter und ihre Kollegin betreuen mehrere Kinder und warten noch auf ein 2-jähriges Mädchen. Guck mal, ist das nicht Lea? Die da dran kommt. Ja, stimmt. Aber wer ist das? Da, keine Ahnung. Den kenne ich gar nicht. Okay. Frag mal. Hallo. Ja? Guten Abend. Ja, wie, Moment, wer sind wir? Hallo? Wer sind, ja, aber wo sind denn die Sachen? Ich kann jetzt aber nicht. Ja, Moment. Maria, kannst du mal kurz? Dankeschön. Moment. Hallo. Kannst du mal kurz stehen? Wir haben ja nur die Hälfte der Sachen gegeben, muss denn der Rest von den Sachen? Hab ich vergessen. Ja, was ist mit der Mutter? Es ist was Schlimmes passiert. Ja, aber wer sind die denn überhaupt? Hallo? Hallo? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Tut mir leid. Die 39-Jährige misstraut dem Mann und sorgt sich um die Mutter ihres kleinen Schützlings. Ihr Notruf alarmiert Polizeihauptkommissarin Sandra Fromme und Polizeioberkommissar Alexander Henke. Guten Tag. Ja, Mäuschen. Na, was ist denn passiert? Hallo, Breuer, mein Name. Ich Halle. Halle. Was meinst du denn? Und zwar geht es um die kleine Lea. Ja. Die wurde hier abgegeben von einem Mann, der mir völlig unbekannt ist. Ja. Und ich habe versucht, ihn Fragen zu stellen. Oh, er hat sich ganz verstört. Ich habe versucht, ihn Fragen zu stellen, wo die restlichen Sachen von ihm sind, wer er überhaupt ist. Er konnte mir gar keine Auskunft geben. Der hat mich einfach geschubst. Ich bin zu Boden gefallen. Er hat nur noch irgendwas gesagt von, er muss ganz dringend weg, das ist total wichtig. Also so, Sie kennen das Kind? Ich kenne die Lea, ja. Okay, die Mama bringt sie normalerweise. Sie sind die Tagesmutter, noch mal ganz kurz. Genau. Und sie wird normalerweise von ihren Eltern abgegeben. Genau. Und jetzt war jemand da, den sie nicht kannten. Genau, ich weiß nicht, ob das ein Onkel oder ein Papa oder ein Verwandter. Also den Vater von der Lea kennen Sie nicht? Nee, kenne ich leider nicht. Nur Notiz ist bei hier nicht in Ehe hinterlassen. Nee. Haben Sie eine Rufnummer von den Eltern? Von der Mama habe ich eine Rufnummer. Okay. Gott, schön. Ja, ich habe probiert, leider war es weglos, hat nicht funktioniert. Ja. Hallo, Mausi! Mausi! Die Beamten vermuten, dass der vermissten Mutter des Mädchens etwas zugestoßen sein könnte. Fraglich ist, ob der Mann etwas damit zu tun hat und wie er überhaupt an das Kind kam. Sie haben jetzt gleich am Anfang schon gesagt, der Mann hat irgendwas gesagt, es ist irgendwas passiert. Ja, also der hat den Eindruck gemacht, als ob er ganz dringend weg muss, als ob er irgendwie in Not ist. Ich glaube, also er hat sich auch noch bei mir entschuldigt, nachdem er mich geschubst hat. Also ich glaube, mit Absicht hat das jetzt nicht getan. Er war irgendwie unter Druck. Kannst vielleicht. Der Park war auch Treffpunkt eigentlich eine Übergabe der Kinder von Elternseite, oder was? Genau, normalerweise hätte die Mutter die Lea vorbeibringen müssen. Okay. Ja. Super. Okay, und Sie können sie nicht erreichen. Ich werde jetzt mal über Egon die Krankenhäuser abfragen lassen. Und genau, vielleicht, und vielleicht mal eine EMA machen wegen der Adresse, dann schicken wir noch einen Streifenwagen. Genau, hin. Die Adresse ist doch. Ja. Egon für 1324 also kommen. Die Kollegin macht jetzt eine sogenannte Einwohnermeldeamtsabfrage wegen der Adresse. Egon, wir haben hier eine weibliche Person, Janine Köhler, die wird vermisst. Wir haben ihr Kind hier aufgefunden bei der Tagesmutter. Könnt ihr mal überprüfen in den Krankenhäusern, ob ihr vielleicht irgendwo auch eine Meldung habt von den Kollegen, dass die irgendwo aufgefunden wurde? Ist das nicht eigentlich egal, wer das Kind abgibt, oder ist das für Sie schon relevant? Das ist total relevant. Also das wird vorher besprochen. Ja, und das ist wichtig, dass ich die Person kenne, die das Kind hierher bringen. Also so eine Situation wie heute, sowas darf es nicht geben. Frau Janine Köhler ist tatsächlich im Marienkrankenhaus und wird gerade am Blinddarm operiert. Sie hat aber eine Notfallnummer von ihrem Mann hinterlassen, vom Herrn Nils Köhler. Die Einsatzkräfte halten es für möglich, dass es sich bei dem Fremden um den Vater des Kindes gehandelt hat. Um sich zu vergewissern, versucht Sandra Fromme, den Mann anzurufen. Das Telefonat wirft jedoch weitere Fragen auf. Haben Sie eine Beschreibung von dem Mann vielleicht? So, das ging alles so schnell. Ich glaube, der hat so einen Fassonhaarschnitt. Ja. Relativ jung. Ich tippe mal so 20 Jahre alt. Okay, warte. Hallo, hier ist die Polizei Duisburg. Spreche ich mit Nils Köhler? Das klingt auch nicht so. Hallo? Ja. Hallo? Hallo, geben Sie mir bitte mal den Herrn Köhler. Keine Zeit. Sorry. Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Gibt's doch nicht. Kannten Sie die Stimme? War das der Mann? Also, das ist im Hintergrund. Das klang ein bisschen nach der Stimme von dem Mann, aber. Das ist im Hintergrund? Ja. Die Stimme, die ich im Hintergrund gehört habe, die klang halt sehr verzweifelt und die hat mich sehr stark an den Mann erinnert, mit dem ich vorhin diesen Zusammenstoß hatte. Und wenn das dieser Mann war, dann steckt er meiner Meinung nach jetzt in Gefahr. Lassen wir einen Streifenwagen zu der Adresse von denen schicken.
Egon, für 1324 bitte mal einen Streifenwagen. Haben Sie irgendwelche Hinweise für uns? Wo arbeitet der normalerweise, Herr Köhler? Janine Köhler. Und überprüfen, ob dort der Herr Köhler. Also ich kann mich nur entsinnen, wir hatten hier mal vor einer Weile eine Grillparty. Und da kam die Frau Köhler mit richtig viel Würstchen für die Kinder. Also das war schon über viel. So viel konnten wir gar nicht essen. Und sie meinte zu mir, dass die alle von ihrem Mann wären. Okay. Gehen wir davon aus, dass er vielleicht... Ja, oder an der Fleischerei, weil... Die kam doch von da vorne mit dem Gefäß gelaufen. Also ich würde jetzt eher auf eine Fleischerei tippen. Also da hinten aus der Straße, wo die Metzgerei ist. Ja, die kam jetzt da vorne. Ja, ich denke mal, dass das die Metzgerei ist, oder? Ein Ansatz. Ja. Die Tagesmutter hat uns hier einen Hinweis gegeben, der uns möglicherweise weiterhelfen kann. Und zwar arbeitet wohl der Vater der kleinen Lea hier in einer Metzgerei, die hier fußläufig erreichbar ist. Und das ist jetzt unser Ansatzpunkt, da werden wir jetzt aufschlagen. Kommen Sie vielleicht mit, Maria? Ja, ich kümmere mich um die Kinder und ihr macht das Ganze. Ich kläre das. Ja, ja, vielen Dank, Maria. Gut. Die Tagesmutter könnte dem Polizisten behilflich sein. Sie kann den Mann identifizieren, der das Kind bei ihr abgegeben hatte. Dadurch können die Beamten schnell feststellen, ob er der Vater des Kindes ist. Die Einsatzkräfte vermuten, dass er in großer Bedrängnis sein könnte. Vor Ort begegnen sie aber einem Unbekannten. Guten Tag. Guten Tag. Ihnen gehört das Geschäft hier? Das ist mein Laden, ja. Ich glaube, wir haben gerade miteinander telefoniert, ne? Von der Stimme her, kann das sein? Ich habe mit keinem telefoniert, tut mir leid. Ich habe jetzt mein Handy. Arbeitet der Herr Köhler bei Ihnen, Nils Köhler? Nils, der arbeitet bei mir, aber der ist so unzuverlässig. Der ist leider heute nicht gekommen. Okay. Aha. Also der ist nicht in der Metzgerei? Nee, der ist gar nicht gekommen heute, aber das ist auch nicht das erste Mal. Bei den jungen Leuten. Wir suchen nach dem jungen Mann, weil seiner Frau geht es wohl nicht so gut und sein Kind ist alleine im Park. Wissen Sie da irgendwas drüber? Wir haben ihn übrigens versucht anzurufen. Ich weiß, dass er ein Kind hat, aber inwiefern da die Zusammenhänge sind. Sorry. Ja. Ist nur, wie gesagt, sehr unzuverlässig und vielleicht, wo auch immer er ist, hier ist er nicht. Mhm. Wenn da noch was wäre, ich müsste weiter. Können wir uns in Ihrem Laden mal umschauen? Ich hab's wirklich sehr eilig. Ja? Ich glaube, das ist der Rucksack von dem Mann vorhin. Weil ich habe nämlich versucht, ihn noch festzuhalten und habe dabei an seinen Rucksack gegriffen. Der Rucksack ist ja von Ihnen, der Grüne? Warte mal. Ja, das ist mein Rucksack. Den ja? Kann ich da legen. Der kann ich legen, ist jetzt. Aber ich glaube, das passt nicht ganz mit Ihrer Meinung also dazu, ne? Also, wenn Sie Meinung, dass es der Rucksack von dem Mann ist. Weil ich machen Sie uns doch mal auf, dann gucken wir uns genau das einfach mal genauer an. Ja? Wie Sie möchten. Alles klar. Können wir uns den mal anschauen, den Rucksack? Ja, mal lang, ne? Ja. Ja, gehen Sie mal her. Schauen wir mal einmal rein. Hältst du mal eben die Funke? Mhm. Ah, hier ist ja ein Telefon. Das ist Ihres, oder wie? Ja, das ist mein Handy. Und Sie gehen einfach so aus dem Haus und nehmen Ihr Handy gar nicht mit? Ich habe das vergessen. Ah, okay. Ehrlich gesagt glaube ich Ihnen nicht, aber wir haben hier eine ganz einfache Möglichkeit, mal zu überprüfen, ob es sich um den Rucksack von Herrn Köhler handelt und ob es denn sein Handy ist. Weil wir haben ja schon mal versucht, ihn zu erreichen. Und das machen wir jetzt gleich nochmal, ob es klingelt. Ach. Ehrlich gesagt, das ist meine Telefonnummer, die hier jetzt gerade angezeigt wird. Die Nummer wird haben wir von unserer Leitstelle der Polizei und das ist die Nummer von Herrn Köhler. Also uns brauchen Sie jetzt nichts mehr zu erzählen. Ganz genau. Was sind das für Geräusche? Ich gehe mal davon aus, das wird auch der Herr Köhler sein. Okay, Sie kommen auch mal mit, bitte. Na, wo Prost haben Sie ihn? Prost. Was ist da? Einmal vorgehen. Köhlerhaus. Ja, dann bleiben Sie mal immer schön friedlich. Ne? Wir wollen hier jetzt nicht noch Ärger mit Ihnen haben. Noch mehr, als wir sowieso schon haben. Sie. Herr Köhler? Ja? Richtig? Ja, um haben Sie hier eine Jacke irgendwo? Also auf jeden Fall. Das ist Ihre Jacke? Ziehen Sie die mal gleich an, ja? Meinen Sie, es geht oder sollen wir Ihnen einen Rettungswagen rufen? Geht. Geht? Der ist schon nur erkühlt. Ja? Das geht okay, das ist gleich besser. Warten wir mal ein bisschen. Was ist das denn für eine Nummer, junger Mann? Ha? So, ne? Das hat er mal gebraucht zum Abkühlen. Damit er mal weiß, es ist jedes Mal zu spät zu kommen. Er ist hier bei mir angestellt und dementsprechend soll er auch seine Arbeit machen. Ich wollte Ihnen erklären, warum ich zu spät kam. Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Wieso sind Sie denn? Du hast jeden Tag eine andere Ausrede. Meine Freundin liegt im Krankenhaus. Kann man denn so unmenschlich sein? Was sind Sie denn für ein Monster? Das macht keinen Sinn. Es tut mir noch mal leid wegen heute Morgen. Ist alles gut. Also in Anbetracht dieser Tatsachen. Ich musste einfach zur Arbeit. Sie bleiben jetzt hier und Sie nehmen mit, fahren mit Ihnen zusammen dann mit zu Ihrer Tochter und dann zum Krankenhaus. Ja? Der Metzgermeister war einfach total sauer, dass der junge Mann anscheinend des Öfteren wohl schon verspätet zur Arbeit gekommen ist. Vielleicht auch während der Arbeit nicht unbedingt bei der Sache. Das ist bei Vätern, jungen Vätern mit kleinen Kindern einfach so. Das
da kann man aber dann nicht solche Taten begehen. So ist es. Und strafrechtlich hat er sich natürlich auch hier einiges einfallen lassen. Wir haben hier eine Freiheitsberaubung und eine gefährliche Körperverletzung. Möglicherweise, weil er auch Ausbilder ist, hier in Tateinheit mit einer Misshandlungsschutzbefohlenen. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass er seine Ausbildereignung verliert, weil wer so arbeitet, der hat mit Ausbildung nichts am Hut. Wie findest du den Typen? Naja, ich meine, er ist ein bisschen sehr weit gegangen. Ne? Also wenn ich überlege, ja, ein bisschen ist gut, ey. 5 Grad, wie lange der das aushält, das... Ja, und vor allen Dingen, der wollte gerade seinen Laden verlassen. Das heißt, geh mal davon aus, dass er hier nur eine Stunde Mittagspause macht und dass er sich hier den Abflug gemacht hat. Der hätte am T-Shirt in einem Kühlhaus gesessen, ey. Ist das, ihr seid vielleicht gerade sogar noch rechtzeitig gekommen? Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie lange er ihn da hätte schmoren lassen, ist ja die falsche Ausdrucksweise. Ja, klar. Also, der Körper, der unterkühlt hatte, extrem schnell, gerade in seinem Outfit, was er da eben anhatte. Und es kann auch zum Tod führen, so eine Nummer. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war. Der Inhaber der Fleischerei wird wegen Freiheitsberaubung und Nötigung angezeigt. Der Vater hat eine andere Anstellung gefunden und jetzt mehr Zeit für seine Familie. Die Mutter hat sich von ihrer Blinddarmoperation vollständig erholt und auch dem Kind geht es gut.